vollkommen bei Fuß trainiert. Und zwar nicht einfach, dass hinter dem Rücken von rechts auf die linke Seite kommen, sondern dass der Hund, wenn er so wie jetzt vor euch positioniert ist, mit der Hinterhand auf die linke Seite kommt. Das heißt also, sich um die Vorderachse sozusagen dreht. Und ich zeige einfach mal, wie das später aussehen soll. Hier lang. Besser. Hier lang. Das Ganze geht dann auch so. Ich möchte euch heute zeigen, wie das geht. Dazu brauchen wir, also mein Weg sind drei verschiedene Trainingstechniken. Zum einen nutze ich dafür den Schultertarget. Das heißt, der Hund hat gelernt, mit seiner Schulter meinen Unterschenkel seitlich zu berühren. Das habe ich so oft trainiert, dass ich mich neben den Hund stelle, den Hund berühre, ganz sanft, und mit der in dem Moment, wo ich den Hund berühre, kommt Click and Treat. Und ich zeige das nochmal. Berühren, Klick. Ja, ich mache das jetzt nochmal in Echtzeit. Ist immer schwierig zu reden und ein gutes Timing zur gleichen Zeit zu haben. Also genau in dem Moment, wo die Berührung stattfindet, klicke ich den Hund. Ihr solltet nicht den Fuß hochnehmen und nach dem Hund treten, sondern, ich mache das mal, bleib weg vom Hund, den Fuß auf die Seite abrollen, also auf die Fußseite abrollen. Dass, wenn ich neben dem Hund stehe, ich wirklich keinen Tritt oder eine bedrohliche Situation für den Hund habe, sondern lediglich das Abrollen und die Berührung. Das passiert uns im Alltag wie oft, deswegen denke ich nicht, dass es für den Hund schwierig ist, das auszuhalten. Es gibt jedoch Hunde, die dieses Verhalten nicht mögen, die dann in dem Moment, wo der Fuß kommt, eine Ausweichbewegung machen. Da bietet es sich an, Folgendes zu üben. Ich nehme ein Leckerli als Ablenkung vor die Nase, berühre den Hund, klicke und lasse das Leckerchen los. So sind die Hunde stark abgelenkt, nehmen die Berührung zwar wahr, aber nicht primär, sondern primär ist das Leckerli vorne und die Berührung findet eben in der Ablenkung statt. Der Hund nimmt es wahr, aber nicht so, dass er in eine Angst rutscht. Und das mache ich halt ein paar Mal, also dass ich das Leckerli vor die Nase nehme, berühre den Hund, klicke und lasse das Leckerli los. Nach und nach konzentriere ich den Hund vielleicht nur noch auf die Hand und danach folgt die Belohnung, dass ich sage, schau mal hier, da berührt dich was. Dann kommt der Klick und das Leckerli. So kann ich mir das ausarbeiten. So, wenn ich den Hund jetzt so weit habe, dass ich ihn also berühren kann, ohne dass er weicht, hier die Lego, die bleibt schon recht gut stehen, auch wenn ich etwas doller gegen sie stupse, weil sie das einfach gelernt hat. Sie legt auch nicht die Ohren an, sie zeigt also in dem Moment, wo ich trete, keinerlei Stresssignale. Der Schwanz ist ganz normal unten gerade hängend, der Hund bleibt stehen und drückt sich sogar ein bisschen dagegen. Und ich kann also richtig doll schon schubsen und der Hund hat gelernt, das ist positiv, mein Mensch macht so einen Quatsch mit mir halt. Und sagt halt, okay, wenn die mich schubst, brauche ich nur auf ein Leckerli warten. Also man kann im Hund solche bedrohlichen Situationen auch angenehm gestalten. Der nächste Schritt ist dann, dass ich mich so nah neben den Hund stelle, dass hier zwischen wirklich nur ein Millimeterchen Platz ist, dass ich den Hund so gerade eben nicht berühre. Und in dem Moment, wo der Hund sich bewegt oder Luft holt, berührt er mich. Und in dem Moment klicke und belohne ich. Das heißt, ich führe jetzt nicht mehr die Bewegung aus, den Hund an der Schulter zu berühren, sondern ich versuche jetzt über die ganz nahe Distanz eine zufällige Berührung vom Hund einzufangen. Das heißt, wenn er mal tief Luft holt, wenn er zur Seite guckt, wenn er zufällig, gerade hat er das gemacht, zufällig mein Unterschenkel berührt, in dem Moment klicke und belohne ich das wieder. Und irgendwann wird bleibt. Irgendwann wird das für den Hund immer bewusster, dass der sagt, aha, es geht um diese leichte Berührung von der Schulter zum
zum Unterschenkel auf, auf. Und ihr werdet sehen, dass dann das Verhalten vom Hund spontan kommt und ich kann das dann vorwärts, rückwärts, seitwärts, ich kann das in alle möglichen Varianten machen. Der Hund wird immer wieder versuchen, die Position Schulter-Unterschenkel auszuführen. So, das ist ein Trainingsschritt, den ich brauche für die Übung des Rankommens. Der zweite Trainingsschritt ist, dass ich mit einem Bodentarget arbeite. Dazu kann ich hier einfach so einen Plastikdeckel von einem Eimer nehmen. Für nicht klickererfahrene Hunde oder etwas unsichere Hunde empfehle ich, das abzukleben mit rutschfestem Klebeband oder mit irgendwelchen Tapes oder sowas zu umwickeln oder von irgendeiner Matte kreisrund auszuschneiden und drauf zu pappeln, dass das auf dem Boden nicht rutscht. Für die Lego ist das kein Problem, die hat kein Problem mit rutschigen Untergründen, das hat sie gelernt. Aber für Hunde, die unsicher sind oder wo ihr es nicht genau wisst, macht es Sinn, das rutschfest zu machen. Das lege ich auf den Boden und am Anfang wird jedes Interesse an dem Gegenstand geklickt. Also es kann sein, dass der Hund erstmal nur hinguckt, es kann sein, dass der Hund schon mit der Nase anstupst oder die Pfote ranschiebt, draufstellt, also in die Nähe, mit der Pfote in die Nähe kommt. All das wird anfangs eingefangen und geklickt, weil das Ziel soll sein, dass der Hund lernt, auf den Target seine Vorderfüße zu stellen. Das heißt, ich bringe dem Hund also bei über das freie Form. Ich helfe nicht, indem ich sage, guck mal hier, geh mal hier drauf, sondern ich lege den Target hin. Jedes Interesse an dem Target wird geklickt, sodass der Hund sagt, aha, es muss irgendwie um diesen Gegenstand gehen. Und nach fange ich eben, fange ich immer mehr die Füße ein, dass ich also den Hund immer mehr forme, mit den Pfoten auf den Target zu gehen. Und das zeige ich jetzt mal im Folgenden, wie das funktioniert. Action! Lego kennt es schon, deswegen bietet sie mir sofort die Füße an. Nach dem Klick werfe ich das Futter vom Target weg, damit der Hund das Verhalten danach wieder anbieten kann. Würde ich jetzt hier futtern, steht der Hund ja auf dem Target drauf. Ich müsste ihn also jetzt wieder runterlocken. Das finde ich nicht so toll. Und deswegen gebe ich die Belohnung immer weg vom Target, damit der Hund die Möglichkeit hat, das Verhalten danach spontan wieder anzubieten. Am Anfang sollte ich es vielleicht nicht so weit weglegen vom Target. Auch das kann dazu führen, dass der Hund, wenn der die Übung noch nicht kennt, dass er anfängt, plötzlich wegzubleiben und zu sagen, naja, ich habe den Target ganz vergessen, was war denn damit? Also je weiter ich wegwerfe, je schwieriger wird's. Wenn ich das Verhalten so weit trainiert habe, dass der Hund, so wie die Lego jetzt, immer wieder spontan auf den Target zurückgeht, besser, ja, dann beginne ich damit, mir den Hund auf dem Target zu stationieren. Ich warte jetzt also, wenn der Hund mit den Pfoten drauf ist, 1, 2, 3 Sekunden, bevor ich klicke, sodass der Hund sagt, ach so, jetzt geht es darum, auf dem Target ruhig zu stehen. Ich achte aber darauf, dass die Füße wirklich drauf sind. Besser. Pfoten. Na, besser. Ja, so ist schon schön. Yes. Besser. Ja, also jetzt, wenn eine Pfote drauf ist, wird nicht sofort geklickt, sondern ich warte einfach ein paar Sekunden, bevor der Hund seinen Klick bekommt. Und in dieser Zeit muss der Hund schön ruhig stehen. So, also die Ruhe auf dem Target klickern und das ausarbeiten, dass man eine schöne Länge hinbekommt. So, jetzt käme eigentlich schon der letzte Schritt, und zwar, wenn ich dem Hund beigebracht habe, auf dem Target stationiert zu sein, also mit den Füßen auf dem Target zu stehen, möchte ich ja jetzt, dass der Hund lernt, mit seiner Hinterhand rumzugehen. Hunde haben es nicht im Gefühl, dass man die Hinterhand unabhängig von der Vorderhand bewegen kann. Und deswegen muss man ihm beibringen, ein Gefühl für die Hinterhand zu bekommen. Dafür gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Übungen.
Bei dieser Übung ist es eben so, dass ich dem Hund ja beigebracht habe, mit den Vorderfüßen auf dem Target stationiert zu sein. Und jetzt konzentriere ich mich in den nächsten Übungen auf die Bewegung der Hinterhand. Das heißt, ich fange am Anfang an, alle möglichen Bewegungen, die in der Hinterhand passieren, während der Hund auf dem Target stationiert ist, einzufangen. Das kann sein, dass der Hund einen Fuß hochhebt, das kann sein, dass er, weil er gerade sein Gewicht verlagert, Bewegung in der Hinterhand bekommt. Es kann sogar sein, dass der Hund schon einen Schritt zur Seite macht. Leider haben wir hier jetzt noch nicht so wirklich einen Einfluss darauf, ob der Hund rechts oder links rumkommt. Bei Lego hatte ich Glück, sie hat mir direkt links rum angeboten, das scheint ihre Schokoladenseite zu sein. Also ich würde jetzt halt erstmal schauen, was passiert, welche Richtung tendiert euer Hund, was ist seine Schokoladenseite. Und wenn man halt hinterher das rechts rum hat, dass der Hund halt sagt, meine Schokoladenseite ist auf die Rechtsseite des Menschen quasi ranzukommen, dann müssten wir das nochmal ausarbeiten, sofern ihr es links haben wollt. Ich finde es eh sinnvoll, beidseitig zu trainieren, also dem Hund nicht nur beizubringen, linksrum ranzukommen, sondern auch rechtsrum ranzukommen, damit es nicht so eine einseitige Geschichte wird. Das ist nicht ganz so gut für den Körper an sich. Es ist ja kein, macht ja keinen Sinn, ins Fitnessstudio zu gehen und nur den rechten Arm zu trainieren und den linken auszulassen. Dann habe ich irgendwann einen rechten dicken Arm und der linke ist wabbelig und schlabbelig. Von daher macht es beim Hund auch Sinn, wenn ich irgendwelche Tricks oder Übungen trainiere, wo bestimmte Muskelpartien benutzt werden, die der Hund eben normalerweise nicht benutzen würde, dann macht es Sinn, das in beide Richtungen zu trainieren, damit es keine einseitige Geschichte wird und euer Hund irgendwann nur noch links rumkreiseln kann, weil rechts rum die Muskulatur fehlt. Okay, also ich zeige jetzt mal, wie das funktioniert. Es gibt da auch noch eine Möglichkeit, einen Zwischenschritt einzubauen. Ich gucke jetzt erstmal, was mein Hund hier hat. Ich glaube, der hat das Leckerli irgendwo im Zahn klemmen. Lass mal gucken, wo hängt es denn? Ich sehe nichts. Mach auf. So, ist besser. So. So, das hätten wir erledigt. Komm auf. So, damit der Hund das nicht wegzieht, kann ich den Target auch so ein bisschen mit meinen Beinen halten. Action. Und jetzt kommt etwas, das sehr häufig passiert, wenn ich vorher eine Übung gemacht habe. Der Hund hat gelernt, ich soll doch jetzt ruhig auf dem Target stehen. Und wenn der Hund dann kreativ wird, dann kann es passieren, dass er plötzlich die Nase dazu nimmt, dass in der Hinterhand nichts passiert. Und dazu gibt es einen kleinen Trick. Ich nehme mir einen größeren Gegenstand und bringe dem Hund bei, auf dem Target oder auf diesem Gegenstand stehen zu bleiben. Ich halte den Hocker hier so ein bisschen mit fest. Und klicke jetzt erstmal, dass sie auf dem Gegenstand mit den Vorderfüßen bleibt. Also im Prinzip das gleiche wie mit dem Bodentarget, dass ich dem Hund klar mache, dass er die Vorderfüße auf dem Target lassen soll. Ja, dazu mache ich halt immer nur Klick lecker, kleine Pause, wieder Klick lecker und fütter den Hund auch oben. Also ich fütter jetzt nicht vom Gegenstand runter, weil ich ja möchte, dass der Hund auf dem Gegenstand drauf bleibt. Das arbeite ich mir ein bisschen aus, dass der Hund, komm hoch, dass der Hund schön, ups, eins runtergefallen, komm hoch. So, und jetzt kann ich schon anfangen, mir die Bewegung in der Hinterhand einzufangen. Komm hoch. Also, sobald sich irgendetwas in der Hinterhand tut, ich gucke jetzt auch auf die Hinterhand, wenn der Hund runtergeht, ist nicht so schlimm. Ich mache nichts und warte, bis er wieder hochkommt. Komm. Hoch. Und sobald der Hund oben ist und eine Bewegung in der Hinterhand gezeigt wird, fange ich mir diese ein. Runtergefallen. Oh.
So, und wenn das gut klappt, ist der Hund mir also immer schön, Action, immer schön Bewegung in der Hinterhand anbietet, dann verlange ich natürlich immer mehr, bevor ich klicke. Action. Ja, der Hund muss also schön weit rumkommen. Action. Und dann kann ich im Prinzip schon meinen vorher aufgebauten Schultertarget mit ins Spiel bringen. Action. Dass ich erst klicke, wenn der Hund mit seiner Hinterhand an meinem Bein angekommen ist. So, wenn das mit dem Hocker gut klappt, kann ich entweder wieder zurückgehen auf den Bodentarget. Es kann aber sein, dass die Hunde sich da auch wieder schwer tun und sagen, vorher war ich so hoch, jetzt ganz unten. Es kann also sein, dass ich erst die Höhe distanzieren muss. Dass ich also nicht direkt auf den ganz niedrigen Bodentarget gehe, sondern dass ich mir noch einen Gegenstand einbaue, der etwas niedriger ist als mein Hocker, aber höher als mein Bodentarget. Und ich versuche es jetzt mal direkt mit dem Bodentarget zu machen. Das Problem ist hier bei mir, dass Lego die Übung ja unter Signalkontrolle hat. Also wenn ich das Kommando gebe, kommt sie ran. Es ist jetzt hier eigentlich schon ein bisschen schwierig, die Übung wieder von Grund auf zu zeigen mit einem Hund, der es eigentlich schon gelernt hat. Weil der Hund ja sagt, was soll das jetzt hier sein? Was Neues ist es nicht. Das Alte ist unter Signalkontrolle. Also die Hunde tun sich da, oder sie tut sich zumindest schwer damit, hier das Verhalten nochmal von Grund auf zu zeigen. Und deswegen schauen wir mal, ob das jetzt direkt klappt, ob sie sagt, okay, die Verknüpfung kenne ich noch, von dem Hocker auf dem Bodentarget, gleiche Verhalten. Action. Ich klicke mir hier wieder den Hund erst ein bisschen fest, indem der Hund auf dem Target steht und ich ihn gar nicht erst runterlasse, sondern sofort wieder anklick. Das arbeite ich mir wieder raus. Und Upsi. Action. 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 Alles. Action. Ja, also ihr seht, auch hier tut sich mein Hund jetzt ein bisschen schwer zu sagen, okay, vom Hocker auf den Bodentarget finde ich jetzt nicht so ganz einfach. Mal Target. Auf. Lego. Auf. Action. Komm mal hier rein. Action. Action. Ich habe jetzt mal gerade ein bisschen geholfen, um ihr das einfacher zu machen. Jawohl. Also in diesem Fall, wenn euch das jetzt bei eurem Hund passiert, ohne dass ihr die Übung unter Signalkontrolle habt wie ich, müsst ihr mit dem Gegenstand arbeiten, dass ihr also noch einen Zwischengegenstand einbaut, der etwas kleiner ist als der Hocker, aber nicht so niedrig wie der Bodentarget. Das kann zum Beispiel eine breite, große Rührschüssel sein, die man oben, also verkehrt rum auf den Boden stellt und oben dann vielleicht ein bisschen Gummi draufklebt oder so ein Blumentopf, so ein etwas breiterer, würde funktionieren. So. Und wenn ihr angekommen seid, dass der Hund jetzt auf dem Bodentarget sich immer schön ran dreht, dann arbeite ich mir das so lange raus, bis der Hund immer schön der Bewegung von mir folgt und mit seiner Schulter meinen Unterschenkel berührt. In dem Fall ist es jetzt hier eher der Bauch, weil wir so einen kleinen Target haben. Das macht aber nichts. Und jetzt würde ich im Prinzip das Signal einbauen. Und zwar gebe ich das Signal dafür,
bevor ich die Hilfe gebe. Die Hilfe ist ja jetzt, dass ich weggehe vom Hund und der Hund nach meiner Bewegung folgt. Jetzt würde ich also, bevor ich weggehe, das Signal geben, Lego, hier ran. Und klicken, wenn der Hund, klicken, wenn der Hund angekommen ist. Hier ran. Ja, also erstes Signal und dann jetzt Körperbewegung. Hier ran. Und klicken, wenn der Hund angekommen ist. So. Nach und nach verrutscht der Bodentarget. Das ist auch nicht schlimm. Ich lasse das hier jetzt bewusst so, weil der Hund soll ja relativ schnell vom Target wegkommen. Ich gebe also wieder mein Signal. Hier ran. Drehe mich vom Hund weg und klicke das wieder. Hier ran. Hier ran. Hier ran. So, und jetzt fange ich auch schon an, mir das wieder etwas zu verbessern. Ich möchte nicht, dass der Hund mich mit seinem Rippenbogen berührt. Hier ran. Sondern ich möchte die Schulter und ich warte halt dann, bevor ich klicke, bis der Hund sich mit der Schulter so weit korrigiert hat, dass es passt. Hier ran. Hier, supi. Hier ran. Hier ran. Super. Das war's eigentlich auch schon. Ich müsste jetzt halt gucken, was passiert, wenn ich den Bodentarget ganz weg tue und vielleicht einfach mal so gucken, dass ich so ein bisschen frontal zum Hund stehe. Hier ran. Ob das dann auch klappt, ich kann einfach mal versuchen, was passiert, wenn ich einen Schritt vorwärts gehe, einen Schritt rückwärts. Hier ran. Ja, vielleicht auch mal 2, 3 Schritte machen, bevor ich den Hund belohne. Hier ran. Ich kann das auch für die Fußarbeit nehmen. Hier ran, ne? Für das geradeaus Fuß gehen, besser. Jawohl. Hier ran. Ja, da hilft einem der Schultertarget ungemein, weil der Hund einfach immer versucht, am Bein zu kleben. Ran. Jawohl, super. Hier ran. Versuch das also aus verschiedenen Positionen heraus. Bleib. Hier ran. Hier ran. Ich werde immer schwieriger, dass der Hund mehr um die Ecke laufen muss. Mach das Ganze seitwärts. Hier ran. Besser. Besser. Nee. Los, schön. Bleib. Und die Königsdisziplin. Hier ran. Besser hier. Super. Klasse. Super. Sitz. Sag tschüss. Pretty. Hi. So. Das war's. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, gleichzeitig zu reden und den Hund zu trainieren, weil das doch einfach ein hohes Maß an Konzentration braucht, vom Timing gut zu sein. Und das Timing ist halt das A und O beim Hundetraining, gerade beim Klickern. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß mit der Übung. Wenn es Fragen dazu gibt, einfach melden. Entweder in meinem Facebook-Account oder auf YouTube in meinem Kanal. Oder einfach auf meiner Internetseite www.hundezentrum-meschede.de. Danke, tschüss!